Und da sind wir wieder in Valencia. Einmal Richtung Ausgang der Grabkammer. Oder der Krokokammer. Krokokammer. Die sieht ja schon riesig aus, ne? Und mit ihm soll man reden. Okay, da haben wir noch eine Karte des Reisenden. Die Tafel sollen wir bei einer vertrauenswürdigen Person zurücklassen. Vertrauenswürdig. In Black Desert. History decides the enlightened. Secret Guard's oath is of unchangeable will and promise in life. We will meet again if that's what destiny holds for us. Also im Grunde sind hier die Quests, laufen alle aufs Gleiche hinaus. Von daher kann man da auch eine einfach aussuchen, weil man bekommt eh immer einen roten Sandkristall, die Sachen, Beitragspunkte und Kampf-EP. Geben wir dem König den gefälschten Schlüssel. Einmal zurück zu Valencia.
gibt's noch die Valencia 2 Quest. Auch wieder mit einiges an EP. Diese Wegfindung. You seem to have quite a reputation as an adventurer. Den Schlüssel übergeben. My memory informs me that I have heard your name before. I shall welcome you in representation of the Nessa royal family. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Lipira. Einfach so. Jetzt haben wir einen Z-Klassiker. Der läuft in 7 Tage ab. Und kann dann, ich glaube, die 7 Tage noch angezogen werden. Ich öffne sie. Sieh sie an. So. Schlecht sieht's ja nicht aus. Mal das Inventar zu machen. Einer Weitläuferin würdig. Jetzt haben wir hier noch eine Hauptquest offen, nämlich die nächste Valencia. Da gibt's veredelte magische Schwachsichtleine, das ist gut. Und nochmal so ein Buch. Mit den Schwachsichtleinen bekomme ich noch ein bisschen was Ausrüstung auf Trier. Nämlich die Schuhe. Einmal das wieder essen. Ich muss zum Lagerverwalter. Lagerverwalter, Zentralmarkt.
Eigentlich kann ich hier direkt einen Marktplatz mal anwählen. Marktplatz. Marktplatz, da ist der Marktplatz. Hinlaufen. The Sailor, the Marketplace Director. Ich schau gerade mal beim Lagerhaus verwalten. Bei kaufen ist eigentlich nichts mehr, ne? Oder? Status. Irgendwo konnte man alles abholen. Na, verkaufen. Alles einsammeln. Ein paar Sachen wieder registrieren, damit wir hier ein bisschen Platz bekommen. Wow. Okay. Den packe ich dahin. Die registriere ich auch beide. So, bekomme ich jetzt die Heiltränke hier noch untergebracht? Ja, das ist gut. Jetzt irgendwo den Händler finden. Sollte doch hier in der Nähe auch sein. So viel zum Thema in der Nähe. Gehen wir mal zu dem anderen Eingang. Also ich bin mir relativ sicher, dass hier an dem Eingang irgendwo ein Händler war. An irgendeinem Eingang. Wie zum Beispiel ein Stallbad. Gesamten Schrott verkaufen. So, das Buch kann ich anklicken. Bringt nämlich Kampftalente-Punkte. So, das ist noch die. Das ist noch die. Der Rest ist alles schon auf Tri, ne? Das. Einmal die Schwachsichtsteine auswählen, Animation überspringen und jetzt haben wir Drehschuhe. So, und jetzt habe ich noch die Quest offen, ne? Nein. Okay. Dann wieder den Rest anziehen. Haben nämlich gerade keine veredelten magischen Schwachsichtsteine mehr. Und dann müssen wir Afuaro in Valencia Stadt treffen. Für die nächste Valencia Quest.
bisschen was sortieren mal. Ich fasse die Steine alle nach unten. Die Heiltränke am besten auch. Und dann den Rest, was man zum Verstärken bräuchte, auch. So, da ist Afuaro. Aber, ey, meine Maus. Scrollrad wieder aktiv. Ich sag, das soll es für die Aufnahme mal wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.